Am 23. Juni entscheiden die Briten per Volksabstimmung über den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union. Als größter Nettozahler der EU und der rechtswidrigen Euro-Transferunion müsste auch Deutschland seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union dringend auf den Prüfstand stellen. Doch im Gegensatz zu den Briten haben wir kein Recht auf Mitbestimmung, weder über die Frage des Verbleibs in der Europäischen Union und des Euro, noch über die Frage, ob wir ein Einwanderungsland sein wollen oder nicht. Die NPD setzt sich für eine aktive Bürgerdemokratie nach Schweizer Modell ein. Das heißt, auch den Deutschen müssen Volksabstimmungen auf Bundesebene ermöglicht werden. Als einzige Partei in Deutschland fordern wir nicht nur die Rückkehr zu nationalen Währungen, sondern sagen unmissverständlich Nein zu dieser EU, die die Freiheit, die Demokratie und die Souveränität der europäischen Nationen immer weiter beschneidet. Wir wollen kein Europa der Kommissare, Banken und Konzerne. Wir wollen ein Europa der Vaterländer, die dort zusammenarbeiten, wo es sinnvoll ist, etwa bei der Sicherung der Außengrenzen, die ihre inneren Angelegenheiten aber wieder selbst in die Hand nehmen. Darum wünsche ich als Vorsitzender der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands den Brexit-Befürwortern in Großbritannien viel Erfolg und werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass auch unser Volk über den Verbleib in der EU abstimmen darf.